Kasperle, Bastelzeit oder... Halt, stopp. Da kann was nicht stimmen, oder? Das Ding hier hatte ich vor einiger Zeit mal gebaut. Ist so ein kleines Display, wo ich mir ein paar Statistiken anzeigen lassen kann. Und momentan sehen die Statistiken hier so aus. Ja gut, Innen-Außentemperatur rechts ist okay. Aber angeblich mache ich gerade 8 Watt mit Solar. Und das sind 100% meines Stromverbrauchs. Denn unten drunter, auf der 230 Volt Schiene, ziehe ich angeblich 0 Watt. Das wäre zwar schön, aber... klingt ein bisschen unrealistisch, also müssen wir wohl oder übel mal auf die Suche gehen, warum da 0 Watt steht. Das kann so nicht stimmen und das müssen wir dann mal wieder in Ordnung bringen. Also erster Blick liegt es eventuell einfach nur am Display, aber nope, auch wenn wir mal hier rüber gehen zu meinem Home Assistant. Wir sehen ja schon mal etwas Interessantes. Und zwar, ja, wir haben im Prinzip 0 Watt und auch da 0 Hertz und 0 Volt. Klingt ein bisschen wenig. Wir sehen aber auch, es hat zumindest zeitweise mal ein bisschen funktioniert. Und zwar hat es irgendwie so, was ist das, 4, 5 Uhr morgens hat es funktioniert und dann so bis 10, 11 Uhr und dann hat es aufgehört. Und das ist ein Muster, was ich schon häufiger gesehen habe. Dass es irgendwie mitten in der Nacht anfängt und nachmittags dann aufhört zu funktionieren. Das klingt so ein bisschen nach einem Problem, was temperaturbedingt sein könnte. Denn es ist jetzt auch erst im Sommer aufgetreten und aktuell sind halt die Temperaturen ein bisschen höher. Insbesondere halt da, wo dieser Umwandler sitzt. Das heißt also, meine Vermutung aktuell, wir haben irgendein Temperaturproblem. Also gehen wir mal auf die Suche, wo das ist. Prinzipiell für die Strommessung nutze ich hier diesen Berg BZ40i Stromzähler. Habe ich mir damals gebraucht gekauft und dann einbauen lassen. Der misst den ganzen Kram und zeigt das dann einerseits lokal an, hat aber auch, was relativ wichtig ist, eine RS-485 bzw. auch genannt Modbus-Schnittstelle. Und ja, die hilft uns da natürlich sehr viel weiter, weil die spuckt alle Daten digital aus. Und dahinter, da hatte ich dann damals das hier drauf gebaut. Zum einen einen ESP8266, der ein Webinterface bereitstellt und das Ganze auswertet. Und dieses kleine Board da drunter, das ist ein Umwandler zwischen UART, also der normalen seriellen Schnittstelle von so einem Mikrocontroller, auf RS-485. Vom Protokoll her kann man beides benutzen. RS-485 hat ein paar kleinere Unterschiede. Zum einen, es ist unidirektional, das heißt, es gibt nur einen Datenkanal, sage ich mal, und es kann immer nur eine Seite senden. Wir können nicht gleichzeitig senden und empfangen. Und das Zweite ist, es ist eine differenzielle Übertragung, das heißt, wir haben zwei Kabel. Wenn wir eine 1 senden wollen, geht auf einem der Pegel auf High, also zum Beispiel auf 5 Volt, und beim anderen auf Low, also zum Beispiel auf 0 Volt. Und dadurch, dass die immer gegensätzlich arbeiten, sind Störungen da relativ selten. Einfach dadurch, dass sich Störungen auf beide Kabel auswirken und dann geht das halt im Verhältnis beides entsprechend hoch oder runter. So, der Zähler selber, der zeigt noch Dinge an, also mit dem denke ich nicht, dass wir da ein Problem haben, außer dass das Display mal wieder irgendwie anfängt, ein bisschen schwach zu werden, aber ich denke, damit können wir leben. Das heißt, es scheint an unserem kleinen ESP- und Modbus-Dingen da zu liegen und das ist auch so etwas, was ich vermutet hätte, denn die liegen in einem Bereich hinter dem Zähler. Der ist nicht isoliert, das heißt also, naja, wenn da die Sonne drauf knallt, gerade im Sommer, sind Raumtemperaturen von so 40, 45 Grad da keine Seltenheit. Und das ist natürlich auch eine ziemliche Belastung für diese Dinge. Also gucken wir mal auf den ESP. Der hat auch ein direktes Webinterface. Wenn wir drauf gehen, alles 0 Volt, 0 Watt. Also da kommen keine Daten an, wie es aussieht. Hab das Ding auch nochmal zurückgesetzt. Also Strom weg, Strom dran. Hat sich nichts geändert. Das sagt uns aber auch schon wieder ein bisschen was Neues. Und zwar, naja, die Webseite kommt einwandfrei raus. Das heißt, wir können relativ sicher sein, dass der ESP selber funktioniert. Es scheint also an der Verbindung zu liegen Richtung Zähler. Das heißt für uns, wir haben jetzt nur noch drei Ecken, wo wir ein Problem haben könnten. Wir könnten ein Problem haben mit der Modbus-Umwandler hier, dem RS-485-Baustein. Wir könnten ein Problem haben mit der Kabelverbindung bis zum Zähler. Oder wir könnten ein Problem haben, dass im Zähler selber dieses RS-485 nicht mehr funktioniert und keine Daten rausgibt. Oder sagen wir mal, es gäbe noch ein zusätzliches Problem, was auftreten könnte, wenn irgendwas in Software verstellt ist. Aber ich habe weder den Zähler angepackt, noch den Mikrocontroller angepackt. Ich habe am Zähler schon mal nachgeguckt. Die Baudrate stimmt auch noch mit dem, was ich damals eingestellt habe. Also ich denke nicht, dass das mein Problem ist. Also, naja, wir reden hier von irgendwie Spannungen, die relativ überschaubar sind. Schnappen wir uns mal das Oszilloskop und gucken mal drauf.
Okay, wenn wir mal hier gucken, können wir schon mal ein bisschen was sehen. Und zwar, hier blinkt noch was. Das heißt also, es werden anscheinend Daten irgendwie versucht auszutauschen, aber es ist definitiv nicht das Muster, was eigentlich sein sollte. Heißt auch für uns, der Prozessor läuft anscheinend. Konnte man aber eigentlich schon von ausgehen, denn das Webinterface war ja auch da. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist, auch Reset oder so bringt halt nichts. Wenn ich hier, wo ist er? Reset ist auf der Seite. Wenn ich den drücke, dann blinkt die LED ein bisschen, weil das WLAN einmal neu verbindet. Jetzt ist er verbunden und jetzt fängt er gleich wieder an mit dem Polling. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, also müssen wir wohl mal nachgucken, was denn hier los ist und fangen wir mit dem Standard an. Those shall measure voltages. Wie sieht es denn mit den Spannungen aus? Wenn wir hier hingucken, das ist die Eingangsspannung. Da haben wir relativ stabile 5 Volt, ja, 0,2, 0,3 Volt Peak to Peak hin und her. Das ist nicht ganz so tragisch. Also da nichts zu erwarten an Problemen. Okay, wenn die 5 Volt in Ordnung sind, was sagen die 3,3 Volt nach dem Regler? Und ja, das sieht eigentlich auch soweit sauber aus. 200 Millivolt Peak-to-Peak, das sollte eigentlich passen. Dann bleiben uns eigentlich nur die Datenkanäle. Gucken wir mal auf die drauf, das müssten hier hinten die sein. Das hier ist jetzt D1. Und da ist auf jeden Fall schon mal zu sehen, dass da irgendetwas ist. Der ist standardmäßig High und geht dann ab und zu auf Low. Wie schaut es bei D2 aus? Prinzipiell ähnlich, aber wir haben deutlich längere Low-Perioden. Schauen wir gerade nochmal, was ist denn hier was? Grün ist der, der okay aussieht. Das ist TX und RX sieht nicht okay aus. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass hier unser Konverter irgendein Problem hat. Und deswegen das hier nicht so sauber ankommt, weil das Signal hier sieht auf jeden Fall gut aus. Das hier, not really. Das sind zu kurze Low-Perioden. Okay, wie sieht es denn am anderen Ende aus, wenn wir uns das hier angucken? Sehr dünn, muss ich sagen. Holen wir mal gerade noch einen zweiten Kanal hier dazu, ob wir das komplett geplottet bekommen. Das sieht definitiv nicht schön aus, denn da sind auf dem zweiten Kanal, auf dem A+, nur ganz kleine Ausschläge. Also kann es dann sogar sein, dass das, was ich eben gesehen habe, einfach die gesendeten Daten sind, die da wieder so ein bisschen zurückgestreut haben. Und ihr habt Vermutung korrekt, das, was ich da auf dem zweiten Kanal gesehen habe, das sind einfach nur irgendwelche kurzen Signale, wenn der anfängt, ein High-Byte zu senden. Ist denn eine von den Sicherungen durch oder so? Dürfte nicht. Also sie sind nicht warm und das sind ja PTCs, die auf Hitze eigentlich reagieren. So, wir sind uns also jetzt recht sicher, dass es am RS-485-Umwandler liegt. Also das Sinnvollste wäre wahrscheinlich, den einfach mal auf Verdacht zu tauschen und zu gucken, ob es dann besser wird. Würde ich auch gerne tun, gibt nur einen kleinen Haken. Ich habe ein paar RS-485-Umwandler hier liegen, aber das ist ein anderer Typ. Und zwar, wenn wir uns die mal nebeneinander legen, das hier links ist der von damals, rechts der neue. Die sind ein bisschen anders aufgebaut. Der alte, der hat am Eingang lediglich drei Pins, sage ich mal, oder sagen wir mal vier. Wir haben VCC und Ground für die Spannungsversorgung. Boah, macht Sinn. Und dann haben wir RXD und TXD, also einfach eine serielle Schnittstelle. Das heißt also, wir können im Prinzip einfach seriell da reinpumpen und hinten fällt es passend raus. Der neue sieht da ein bisschen anders aus. Der hat nämlich ein paar mehr Pins. Wenn wir gucken, auf der linken Seite haben wir nämlich DI, DE, RE und RO. Und VCC und Ground hat man nach rechts verfrachtet, da wo auch A und B, also die beiden Leitungen für RS-485 sind. Das heißt also, wir brauchen ein paar mehr Kabel. Der Unterschied hat mit diesem Unidirektional zu tun, was ich eben erklärt habe. Und zwar können wir immer nur entweder senden oder empfangen. Der Chip, den ich aktuell verbaut habe, der nimmt das seriell entgegen und schaltet automatisch passend auf Senden und Empfangen um. Das tut der hier nicht. Der hier hat erstmal Dateneingang, DI, das ist im Prinzip der RX von seriell. RO, Receive Out, ist dann der TX seriell. Und die in der Mitte, DE und RE, Data Enable und Receive Enable oder Device Enable. Ich weiß nicht, wofür das D steht, müsste ich nachgucken. Jedenfalls sind das Pins, mit denen man bestimmt, ob wir jetzt gerade senden wollen oder empfangen wollen. Diese Pins, die kommen direkt von diesem Chip, der da drauf ist, der Max 485.
Und dafür sind die beiden Pins in der Mitte, DE und RE. Das ist Driver Enable und Receiver Enable. Das heißt, wir müssen an den Pins bestimmen, wollen wir jetzt Ausgabe machen oder wollen wir zuhören. Praktischerweise ist der Receive Enable ein Not Receive Enable. Das heißt also, der arbeitet umgedreht. Das heißt für uns, wir können DE und RE im Prinzip verbinden und mit einem einzigen Pin ansteuern, sodass wir mit einem Pin umschalten können zwischen Low, das heißt Receive Enable ist aktiv, und High, das heißt Driver Enable ist aktiv. Das heißt, am Ende brauchen wir dann statt den zwei RX- und TX-Leitungen jetzt drei Leitungen, ein RX, ein TX und einen Direction, also wo wir die Richtung bestimmen, ob wir gerade senden oder empfangen. Ist, denke ich, machbar. Ich habe den dann erstmal an einen neuen ESP angeschlossen, weil dann kann ich hier das schon mal in Gang bringen. Bin online gegangen, habe mir meine alten Codes von damals geholt und hoppala, ich bin wohl ein bisschen mit meinen Updates zurück. Ja, ich habe damals ja schon gesagt, in meinem Video zum Smart Meter, glaube ich, war es, dass es da ein Problem gibt mit der Software Serial Library auf dem ESP. Da hat sich wohl was geändert gehabt und praktischerweise hat das Originalprojekt das auch gemerkt, hat das alles gepatcht. Das heißt, ich bin jetzt erstmal hingegangen und habe mir die ganzen Patches wieder auf meinen Dings zurückkopiert. Das heißt, das ist jetzt auch mal wieder aktuell. Habe auch noch ein paar Sachen geändert, zum Beispiel hier der neue hängt jetzt am Hardware-Serial, nicht mehr am Software-Serial. Dann kann ich auch schnellere Geschwindigkeiten machen. Das ist eigentlich alles ganz praktisch. Denn hey, wenn ich jetzt hier schon mal anfange und das Ding neu mache, dann gucken wir auch, dass wir die Ecken und Kanten von damals ein bisschen ausgeglichen bekommen. Also, neues Ding fertig, Software drauf. Gehen wir mal wieder zum Ende des Zählerkabels und gucken, ob wir mit dem hier weiterkommen. Tja, so wirklich gut sieht das nicht aus. Dieses kurze Blinken deutet eher darauf, dass auch der hier keine Daten empfängt. Was haben wir denn, wenn wir hier drauf gucken? Da müsste was rauskommen. Tut es nicht. Der Hack. Okay, der sendet gar nicht. Okay, und das geht auf meine Kappe. Ich musste Teile von der Software neu machen. Und dabei hatte ich mir Codes kopiert und da stand etwas von Serial 1 drin. Dann ist kein Wunder, dass auf Serial 0 keine Daten rauskommen. Gut, ist jetzt behoben, Daten kommen raus und wenn wir aufs Oszilloskop gucken, das sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Da haben wir schon mal auf jeden Fall auf dem einen Kanal irgendwie was zu sehen. Und was wir auch schon mal ganz gut sehen können, wir haben immer so Pakete, aber die sind unterschiedlich hoch, haben also unterschiedliche Spannungen. Und ich gehe schon fast davon aus, das heißt, dass wir einmal hier unseren 3,3 Volt Dingensen haben, der hier entsprechend dann rausposaunt über unseren RS485 Konverter. Und das andere Level wird dann der Stromzähler sein, der uns antwortet, dann entsprechend mit seinem Konverter, der vielleicht mit einer anderen Spannung läuft, anderer Typ ist. Aber sollte kompatibel sein. Auch wenn wir mal näher reingehen, also das sind auf jeden Fall schöne Signale. Das sieht erstmal ganz gut aus. Was wir auch noch machen können, ist einmal kurz auf Data In und Data Out und so weiter drauf gucken. Das sind zwar jetzt drei Kanäle, so viel kann ich nicht gleichzeitig, aber vielleicht können wir ja das eine oder andere sehen. Also klemmen wir das hier mal an DI und oder machen wir erstmal DI für Data In und dann den Umschalter in der Mitte. Da sollten wir sehen, dass wir da entsprechend Daten bekommen. Und wenn wir gucken, wir haben auf jeden Fall in Blau die Umschaltung zwischen Input und Output. Wir schalten also offensichtlich auf Output und senden dann unsere Daten da hinten. Das ist das Gelbe. Das sind Daten, die vom ESP gesendet werden auf diesen Konverter. Und wenn wir jetzt das Ganze mal umdrehen, dann sieht das hier so aus. In Blau haben wir diese Umschaltung zwischen Dateneingang und Datenausgang und in Gelb die Daten, die vom RS485-Bus kommen. Und wir sehen eindeutig, jo, das sieht sehr gut aus. Da unten rechts kommen Daten hier in unsere Richtung, so ungefähr 42 Millisekunden. Nachdem wir die Anfrage an den Zähler geschickt haben, antwortet er uns mit irgendwelchen Daten. Können wir uns auch nochmal anders angucken, indem wir mal Data Input und Data Output holen.
Und auch da ähnliches Bild. Wir sehen unsere Daten in Blau, die wir senden, und in Gelb kommen Daten dann wieder zurück. Also die Kommunikation scheint auf der Seite auf jeden Fall sauber zu funktionieren. Und wenn wir hier laden, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Wir haben jetzt wieder Spannungen. Das sieht alles richtig aus. Jo. Okay, ich würde mal sagen, unser Problem selber ist auf jeden Fall schon mal behoben. Aber gucken wir uns nochmal gerade den anderen Konverter an, der anscheinend ja defekt ist. Ob wir da irgendwie rausbekommen, was da die Ursache ist. Vielleicht können wir ja was sehen und so eine Erkenntnis gewinnen, dass der neue uns nicht nochmal kaputt geht. Ich meine, realistisch gesehen sind unterschiedliche Geräte, von daher. Ne. Aber ja, Versuch ist es wert. So, erster Blick. Wir haben hier zwei nicht näher beschriftete Chips und... Ups. Ich hoffe, das gehört so. Da ist auf jeden Fall eine Vertiefung drin. Aber sie ist genau in der Mitte. Also das... Ich bin mir nicht sicher, ob da mal Rauch rausgekommen ist oder ob der... Einfach vom Gehäuseherstellung ist. Das hier ist nur Dreck, okay. Aber ansonsten nichts zu sehen, was irgendwie defekt aussieht. So, wir wissen ja schon, es ist etwas, was mit Hitze zu tun hat. Das heißt also, wenn es heiß ist, dann klappt es nicht. Wenn es kalt ist, dann klappt es. Das kann drei Ursachen haben, würde ich sagen. Zum einen natürlich kann es sein, dass irgendein Chip internen Fehler hat. Die zweite Sache ist, wir könnten irgendein Bauteil oder so haben, was durch Hitze beschädigt wurde. Hauptsächlich könnten das Kondensatoren sein, wobei hier eigentlich nur dieser Kerko drauf ist, wenn ich richtig sehe. Das ist der einzige und die halten normalerweise relativ gut durch. Kann natürlich auch sein, dass eine Lötstelle irgendwo kaputt gegangen ist durch die Hitze, aber so auf den ersten Blick sehe ich jetzt auch keine, die so schlimm ist. Oder was auch sein kann, was relativ einfach ist, die beiden hier. Das sind PTCs, das heißt also Sicherungen, die durch Hitze auslösen und dann nicht mehr durchgängig sind. Kann natürlich sein, dass die in einem Hitzebereich liegen, der da erreicht wird, denn es handelt sich dabei um einen nicht wirklich isolierten Raum. Also wenn da die Sonne mal drauf knallt, dann haben wir da auch schon mal Raumtemperaturen von so 45, 50 Grad. Sollte eigentlich nichts ausmachen, aber hey. So, messen wir erstmal, wie sieht es mit den Sicherungen aus? Die sind auf jeden Fall noch unter den Lebenden. 7 Ohm und der hier hat 6 Ohm. Also ja, ist denke ich noch okay. Ansonsten, ja, die Dioden, die werden wohl Diodensachen machen. Aber ich bekomme bei keiner irgendwas. Also eventuell, dass sie einfach mit der Spannung so hoch sind. Hm. Ansonsten, wie gesagt, der hier, der stört mich noch so ein bisschen, aber... Okay, versuchen wir hier mal nochmal irgendwie das bisschen zu reinigen. Ne, das ist definitiv ein Loch im Chip. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber dieses Loch hier, das ist nicht durch Herstellung entstanden. Das ist irgendwie... zu heiß geworden, der Chip, und hat sich durchgeschmolzen. Also, der hier ist im Eimer. Okay, gut. Also, Ursache wohl gefunden. Stellt sich natürlich noch die Frage, warum? Denn eigentlich sollte da nichts in den Eimer gehen. Vor allen Dingen, wenn wir mal gucken. Kriegen wir den nochmal scharf hier? Ja, machen wir mal so. Wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir nämlich auch so ein bisschen den Aufbau. Wir haben hier unsere AB-Terminals, die entsprechend dann in Richtung von unserem Zähler gehen. Die kommen rein und gehen direkt hier auf diese beiden Sicherungen. Das heißt also, so direkt sollte da erstmal nichts passieren können. Allerdings, naja, die hier sind relativ träge, die arbeiten halt mit Temperatur. Das heißt, kann durchaus sein, dass da was durchschaut. Aber selbst wenn hier was durchschaut, naja, das nächste dahinter ist der hier. 472, das heißt also 4,7 Kiloohm und der andere, ja gut, der geht direkt rein. Aber dann wären wir auf jeden Fall auf dem Chip hier und das ist unser RS485 Transceiver. Das wird wahrscheinlich derselbe sein, der auch auf unserem neuen Modul drauf ist. Und naja, der hier würde dann im Zweifelsfall Energie abbekommen, wenn wirklich vom Zähler irgendwie von dem langen Kabel was reingekoppelt hätte. Hat aber nicht. Der hier hat es erwischt. Und naja, der hier, das ist ein kleiner Mikrocontroller, der nichts anderes macht, als hier seriell entgegennehmen von unserem ESP und dann hier hinten entsprechend hier den bedienen und gegebenenfalls die Umschaltung machen. Das heißt im Prinzip, hier ist ein kompletter Mikrocontroller drauf, der dieses Umschalten zwischen Receive und Transmit
intern regelt, wahrscheinlich noch intern einen Puffer hat. Das heißt also, der wird die ganze Zeit im Receive-Mode sein, alles, was von hier kommt, annehmen und dann über seriell wieder weiterleiten. Und wenn vom anderen Mikrocontroller, also in unserem Fall dem ESP, hier was reinkommt, dann speichert er das intern, schaltet dann den hier in Transmit rüber und haut die Daten darüber raus und schaltet wieder auf Receive. Was anderes macht der nichts, das ist einfach nur, um ein bisschen Software zu sparen. Das heißt aber auch, der hier spricht im Prinzip nur mit dem, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass der nichts abbekommen hat. Oder mit dem ESP, der auch nicht wirklich was abbekommen hat. Und naja, der ESP ist halt zum einen über relativ kurze Leitungen angebunden. Also so viel ist das jetzt auch nicht. Und ignoriert den Kondensator und so, das habe ich nur zum Festbinden gemacht. Und der ESP selber, der funktioniert halt auch einwandfrei. Und davor sitzt eigentlich hier zum einen der Onboard-Linearregler, der AMS hier. Das heißt also, der sollte schon mal ein bisschen was abfangen. Und vor dem hier sitzt noch ein Step-Down-Regler von 12 Volt auf 5 Volt. Also ich glaube nicht, dass darüber irgendeine Störung reingekoppelt hat. Das heißt also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich, dass der hier thermisch einen abbekommen hat, dass der nicht so viel Hitze ab kann. Ist natürlich schwer zu sagen. Dadurch, dass wir keine Beschriftung haben, haben wir auch keine Chance, ein Datenblatt da rauszukriegen. Oder keine wirklich sinnvolle Chance, ein Datenblatt rauszukriegen, um mal die Temperaturen zu gucken. Aber normalerweise, wie gesagt, Raumtemperatur, was war's? 40, 50 Grad. Also normalerweise sollten die das aushalten, die Geräte. Das ist jetzt nicht so hoch. Meistens sind die bis 75 Grad spezifiziert. Und naja, 50 bis 75, das sind immer noch 25 Grad, die da nach oben gehen können. Und so ein Mikrocontroller, der keine Leistungen schaltet, sollte eigentlich nicht so warm werden. Na gut, ja, so wirklich Ursache haben wir nicht gefunden. Wir sehen aber definitiv, da ist etwas kaputt gegangen. Das kann so nicht richtig sein. Das heißt, ja, den hier können wir dann, denke ich, weglegen in die Kiste. Ja, schöne Ersatzteile und so. Aber hey, immerhin, der neue funktioniert einwandfrei. Ich kriege wieder meine Werte. Mal gucken, ob der länger hält. Der neue hat ein anderes Modul drauf, wie gesagt, das diesen Mikrocontroller nicht hat. Das heißt also, das Ding, was hier kaputt gegangen ist, macht uns da wahrscheinlich keine Probleme. Und hoffen wir einfach, dass der ein bisschen länger das tut, was er soll. Auf RS485. Technisch.